Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der Breithausen zu einer neuen Runde LS15 hier. Ja, paar kleine Sachen, und zwar habe ich noch einen Nachbarsjungen hier aktivieren können. Der fährt mir jetzt den John Deere und fährt mir hier den Klaas ab, dass ich mich dann nicht mehr darum kümmern muss. Ich hoffe jetzt, dass die beiden Burschen da keinen Schmarrn machen, sondern das Ganze eben hier auch richtig machen, ordentlich machen. Und ja, wir werden mal ein, ups, so und anlassen, mal ein bisschen säen fahren, denn ich möchte meine Felder auch wieder hier bestellen und benutzen. Jetzt muss ich nur schnell schauen, ob ich da noch ein Gewicht liegen habe. Ne, habe ich nicht mehr. Das ist gut. Oder auch nicht. Ja, der John Deere hat eins dran, was er nicht braucht. Ja, dürfte eigentlich mit der kleinen Maisdrille sollte das auch ohne gehen. Hoffe ich zumindest mal. So. Jetzt hoffe ich, dass ich die da hinten überhaupt rausbringe. Gut eingeparkt das Ganze hier. Das könnte jetzt sportlich werden. Ah ne. Hab sie eigentlich schon ganz gut hingestellt. Hoffe ich zumindest. So, einmal ankoppeln hier. Ja, umgekippt ist ja auch noch. Vorwärts. Vorwärts. So. Genau, einmal das. Und dann nehmen wir uns noch diese Frontbox hier mit. Dann haben wir nämlich auch hier gleich ein Gewicht. Und bei dieser Frontbox kann man nämlich, wo ist denn das? Irgendwo. Ah ja, genau. Da kann man nämlich hier umschalten und beziehungsweise die hat Trigger integriert, dass man hier Saatgut und Diesel auffüllen kann, und das nehmen wir natürlich mit. Dann können wir nämlich am Feld direkt ein bisschen was auffüllen, genau, und vielleicht füllen wir auch die Sämaschine erstmal komplett auf. Das hätte auch noch was. Würde wahrscheinlich einiges erleichtern. So, hier mal schnell umschalten auf die Drille. Jetzt weiß ich bloß nicht. Waren da hinten die Trigger? Für Saatgut. Ja, sollte eigentlich. Nee, nicht tanken. Genau, Sämaschine auffüllen. Perfekt. Dann können wir das nämlich hier auffüllen. Oh ja, die hat wahnsinnig viel Füllvolumen. Da geht nicht allzu viel. So, zu später Stunde noch zum Säen fahren. Es passt, jetzt gehen auch die Temperaturen mal hier runter wieder. War heute den ganzen Tag extrem heiß hier, deswegen bin ich jetzt ganz froh, wenn ich nachts hier drillen kann oder abends. Da ist das Ganze schon weit angenehmer. So. Dann schauen wir mal hier schnell. Hat die keine Spurreise? Ach, X? Hm? Ach, der fährt gleich. Nee. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Ja. Übung macht den Meister. So, einmal an. Und dann gucken wir mal schnell draußen. Ui, da muss ich aber weit rüber. Und der Spurreißer bringt eigentlich gar nichts. Schaut zumindest schön aus. Also das kann man schon mal so sagen. Rein optisch passt es. Rein technisch bringt es halt nichts. Aber naja. So. Oder? Ach, der Grubbert. Der pflügt nicht, so wie es normal ist, sondern der grubbert. Okay. Gut. Dann ist das natürlich hier relativ sinnfrei. Eigentlich. Weil das sieht man kaum. Schauen wir mal. Ja doch, sieht man. Sieht man sogar halbwegs. Das war die falsche Sohn, wollte ich's. So, jetzt wird mal hier kurz. Nein, geht sogar.
Ich habe hier nämlich gerade ein bisschen so ein wenig Leistungsprobleme, wenn es hier in die Nacht reingeht auf der Karte, obwohl sie nicht groß ist. Aber irgendwie schluckt die ganz schön Performance. Ich weiß nicht warum, aber ist leider so. Das ist nicht so schön. Aber auf jeden Fall können wir hier dann mal ein bisschen Silage für die Kühe. Ich wollte eben hier mal Silage machen, dass wir auch endlich was für die Kühe haben, nachdem das das letzte Mal nicht ganz so hingehauen hatten mit den Silageballen. Muss ich mir jetzt halt eine Alternative hier irgendwie organisieren, und ja, nachdem ja Maishexen nach wie vor hoch im Kurs immer steht, können wir das dann in dem Fall auch gleich machen, oder werden wir dann in dem Fall eben machen. Aber ja, dazu muss eben alles erstmal vorbereitet sein. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass der Nachbar mir hilft, im Gegenzug dafür, dass ich sein Feld da abernte, aber ich glaube, da muss ich dann die Früchte behalten oder die Ernte an sich behalten, wenn er mir jetzt da auch nicht hilft. Aber das ist so typisch, typisch Land. Da wird was gesagt, und ja, entweder du hast die eine Variante von Personen, die hält sich an das Wort, und dann gibt es halt leider die andere Variante, die reden viel, aber halten sich leider dann nicht an ihr Wort. Das ist immer ärgerlich. Ja, deswegen, ich habe jetzt gerade einen Haufen Arbeit eigentlich mit dem Feld zum Dreschen, und er macht sie an faulen Lenz mehr oder weniger. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber mal schauen, vielleicht hilft er mir dann beim anderen Feld. Das hier muss ich jetzt auf jeden Fall mal selber machen, derweil das hilft nichts. So, aber die können wir mal ausschalten hier, dass das ein bisschen übersichtlicher wird. Ja, noch eine kleine Info außerhalb des Projekts. Es gibt ab heute Nachmittag, später Nachmittag, 17 Uhr genau, gibt es was Neues. Einige werden es schon wissen, andere noch nicht. Aber ja, lasst euch mal überraschen. Heute 17 Uhr auf jeden Fall gibt es eine neue Geschichte. Und ja, ich hoffe, dass das ganz guten Anklang findet. Wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Die ersten drei Folgen davon sind schon aufgenommen. Und ja, wird auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Das wird auch ein Projekt, was voraussichtlich jetzt mal bis zum Ende des LS15 läuft. So haben wir es zumindest geplant. Und genau, da hört das eh schon raus. Das haben wir geplant. Das heißt, wir sind eigentlich waren es mal drei YouTuber. Ich als kleines Licht, und die anderen beiden waren eben Mare und Carbon eigentlich die Planung. Das haben wir damals auf der FarmCon besprochen, dass wir eben was zusammen machen. Und ja, leider hat es jetzt beim Carbon nicht hingehauen, wegen seiner, ja, wissen wir nicht genau, wahrscheinlich Internetverbindung, denn er hat halt massive Lags beim Aufnehmen. Und das möchte er einfach nicht, weil das nicht seinen Qualitätsansprüchen entspricht. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass das auf Dauer extrem nervig ist, wenn man die ganze Zeit Lags im Multiplayer hat. Deswegen ist er leider nicht dabei, aber dafür spiele ich das Ganze eben mit dem Mari vom Wolfsrudel. Und ja, da haben wir eben gestern mal ein paar Folgen aufgenommen, werden heute auch noch mal ein paar aufnehmen, und ja, da werden dann immer mal wieder auch
andere Leute mit dabei sein, meist welche vom Mari selber, also aus seinem Team, die auch sonst bei den Multiplayer-Geschichten mitspielen. Und ansonsten werden wir mal schauen, wie wir das sonst eventuell noch handeln können, dass da immer wieder vielleicht im Wechsel dann verschiedene Leute dabei sind. Aber es wird ein relativ kleines Projekt bleiben, oder sein, das Ganze. Das heißt, es werden, denke ich mal, im allergrößten Maximum um die 5 Leute sein. 5, maximal 6 Leute, also maximal 4 zusätzlich, aber als Konstante im Endeffekt der Mario und ich an sich und ansonsten eben im Wechsel, wenn die Leute Zeit haben und ja, wir richten uns da rein nach unseren Aufnahmeterminen eigentlich im Großteil, denn das ist schon schwer genug. Hey, langsam. Die beiden Termine immer oder unsere Zeitpläne immer zusammenzubringen, das ist schon schwer genug. Deswegen können wir da jetzt nicht allzu viel Rücksicht noch nehmen auf die anderen. Das hört sich jetzt hart an, aber es ist leider eben echt schwierig, wenn er schaut, bei mir allein. Sind es aktuell 3 Projekte und jetzt eben das vierte, die ja kontinuierlich natürlich laufen und auch weiterlaufen und von dem her muss da einfach zeitlich das Ganze schon sehr, sehr gut durchgeplant sein, dass das alles noch so nebenher funktioniert. Deswegen ja, müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze im Multiplayer dann organisieren. Grundsätzlich werden es aber, wenn überhaupt, Spieler, die wir so schon kennen, wo wir ungefähr wissen, wie die spielen, was die spielen, und vor allem natürlich auch vom Charakter her, die halbwegs in das ganze Let's Play dann reinpassen, beziehungsweise das sag ich jetzt so, das habe ich jetzt so mit dem Mare nicht besprochen, aber für mich eben einfach so eine Geschichte. Wenn da jemand dazu kommt, dann muss er einfach da reinpassen. Und da ja, geht es teilweise um die Technik, was er hat. Wenn einfach da stimmlich dann das Ganze auch nicht ganz so dazu passt. Oder eben, wie gesagt, von der Art und Weise her, wie er sich benimmt, wenn das Ganze nicht so passt, dann wird es halt einfach auch nichts. Aber ich habe da so den ein oder anderen von meinen Zuschauern im Hinterkopf, den ich jetzt in nächster Zeit mal anschreiben werde, ob er Zeit hat und eventuell kann eben der ein oder andere dann da mitspielen. Aber wie gesagt, das wird sehr ausgesucht. Wir müssen es leider so machen. Es ist jetzt nichts Böses gegen irgendjemanden, sondern das ist einfach rein aus Planungssicht oder ja, eigentlich rein aus Planungssicht ist es einfach schwierig, da so viele verschiedene Individuen auf einen Nenner zu bringen. Deswegen, ja, werden wir da mal gucken, wie wir das Ganze eben organisiert kriegen. So, Weizen läuft auf jeden Fall. Die beiden haben bis jetzt noch keinen Unfall gebaut. Das finde ich schon mal schön. Kostet mich kein Geld mehr, nachdem ich die letzten Folgen selber schon so viel Mist gebaut habe. Fahrtechnischen Mist. Bin ich jetzt ganz froh, dass wenigstens die Helfer hier nicht noch irgendwie Mist bauen. Das finde ich ganz, ganz gut eigentlich. So, mal wieder. Ich muss da immer hinterschauen, ob der richtige runtergefahren ist. Das weiß ich nicht aus dem FF. Deswegen mache ich das lieber mit Sichtkontrolle. Bin ich jetzt so weit drüben? Okay. Komisch, komisch. So. Aber auf jeden Fall geht hier ein bisschen was vorwärts mit den Säen. Das ist schon mal schön.
Das kann man mal so machen. Und ja. Ansonsten, ja, meinem Vater geht's noch nicht wirklich viel besser. Er grantelt zwar schon wieder rum, das geht ganz gut. Aber ansonsten ist ja, sein Rücken nicht wirklich besser bis jetzt. Er ist jetzt von einem Arzttermin zum nächsten. Also er tut mir schon stellenweise ein bisschen leid, aber nur ein bisschen. Nee, dem geht's echt nicht wirklich gut. Deswegen wird unsere Zeit hier wahrscheinlich auch noch länger sein. Mal schauen, außer er macht jetzt die Zaubergenesung, was ich nicht glaube. Deswegen, ja, also dem geht's nach wie vor noch nicht so gut. So, aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wird mich natürlich riesig freuen, wenn er morgen wieder, beziehungsweise übermorgen, wir sind ja bei zweitägigem Projekt, übermorgen natürlich wieder dabei seid bei dem Breithausen-Projekt. Und ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.